Hallo, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Liebe YouTuber, es ist Pfingstrosenzeit. Und deswegen zeige ich euch heute eine kleine Rückschau und ich zeige euch, was eine ganz tolle, feine, neue Arbeit mit Pfingstrosen, nämlich einen Brautstrauß mit Pfingstrosen. Bleibt mal dran, nach der Intro gibt es mehr Infos. So, zuerst zeige ich euch nochmal zwei Arbeiten von den letzten Videos, die jetzt einfach ja was Schönes zum Nachmachen waren. Ich habe hier eine alte Suppenterrine, die schon so richtig antik ist, ja, so wie von Oma. Die habe ich mit wenigen Mitteln, mit ein bisschen Glanzmispel-Efeu und wenig Schleierkraut und einfach nur drei Pfingstrosenblüten zu einem Highlight der Tafel erweckt. Da mache ich euch den Videolink rein dazu. Das war eine, ja, ich finde es schöne Arbeit. Würde sofort auf meinen Tisch kommen. Und dann habe ich noch eine, ich war mal so mit alten Gefäßen am Graben und habe gedacht, das bringt so viel Stimmung auf den Tisch. Habe so also eine alte Email-Karaffe mit, auch mit, nur mit Grün und mit tollen Pfingstrosenblüten dekoriert, gestaltet. Und das Ganze, 10 Pfingstrosen plus ein Ziegelsteckmasse gibt es auch als Angebot von Don Peoni mit so einem Do-It-Yourself-Set. Könnt ihr euch bestellen. 31,50 Euro plus Porto und gibt es im Webshop. Schreibe ich euch nochmal rein. Das ist jetzt wirklich nochmal so der kleine Ausflug zu diesen schönen, tollen Premium-Pfingstrosen, zu diesen wunderschönen großen Köpfen. Und damit ihr mal wisst, wo die herkommen, ja, und wie das dort so ist, ich finde, das ist immer total interessant, ja, weil ich bin auch mal dahin gefahren nach Unterfranken und war völlig begeistert. Ich war völlig überwältigt. So, und zum heutigen Video suche ich jetzt erstmal die Blumen aus, weil ich muss ja einen Brautstrauß machen. Da geht es jetzt mal zu meiner schönen Blumengalerie. Ja, ich war einkaufen. Wir haben eine Hochzeit, eine malerische Hochzeit in Pastelltönen. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, einen Brautstrauß zu machen, der auch mit Pfingstrosen und anderen schönen pastelligen Blüten. Und ich nehme jetzt, oh Moment, ups, ich nehme mir jetzt schöne Blüten dafür. Und habe auch vorne meine Pfingstrosen dazu und zeige euch einfach mal, wie man einen Brautstrauß mit Naturstielen, wie man den selber macht, von der Gestaltung her. Und warum ein Brautstrauß, erkläre natürlich auch dazu, warum ein Brautstrauß eigentlich eine andere Arbeit ist, als die Blumen, die man so, ja, die man jetzt so im Strauß, im Laden kauft. Das ist schon ein ganz großer Unterschied. Und dazu muss ich jetzt erstmal hier meine Auswahl treffen, um dieses Werk, sieht eigentlich jetzt schon ganz schön aus, aber um dieses Werk gleich am Arbeitsplatz zu gestalten. So, jetzt kommt natürlich erstmal die Einleitung. Was unterscheidet einen Brautstrauß von einem Blumenstrauß, den ich einfach so im Laden mitnehme? Ein Brautstrauß ist meistens, ja nicht immer, aber ist tatsächlich ein Strauß, an dem wirklich Blüte an Blüte aneinander gefügt wird,
Ein Brautstrauß ist relativ klein. Ja, viele Bräute kommen und sagen, oh, machen Sie den nicht so groß? Dann sage ich, nein, wir machen den nicht so groß, weil es ist natürlich eine viel feinere Arbeit mit viel mehr Blüten, weil es wirklich nur eine Blütenfülle ist und ist dadurch auch viel wertiger, ja, weil es sind natürlich viel mehr Blüten auf ganz engem Raum. Und wenn der Kunde kommt im Laden und möchte einen Blumenstrauß zum Verschenken oder für sich selber, da nehmen wir viel mehr, da kommt natürlich alles, was hinter mir ist, dann in Betracht, weil da machen wir mehr Grün rein. Wir würden zum Beispiel bei einem Brautstrauß niemals, also ich zumindest nicht, manche machen das, als Abschluss so ein Aralienblatt nehmen. Dann bei einem anderen Strauß, da machen wir größere Blätter rundum. Der wird also ganz anders gearbeitet. Und hier ist der Fokus tatsächlich nicht auf dem Grün, sondern auf der Blüte. Und ich öffne die Blüten auch nochmal extra. Bei Nelken darf man das. Das ist auch schön. Die hat hier so einen zart rosa Streifen. Ja, ich weiß, es ist also ganz, ganz süß. Eine wunderschöne Zeichnung. Ich gehe jetzt erstmal her und das ist so meine Vorarbeit. Mache bei allen Blumen, ich öffne die Nelken, damit ich die in perfekter Form verarbeiten kann. Mache bei allen Blumen das Grün ab, ja, dass ich kein Grün in der Bindestelle habe. Grün in der Bindestelle soll auch bei anderen Sträußen auf nie drin sein. Sortiere mir die Blumen nach den Blumenarten. Ja, ich lege mir die alle schön parallel vor mich. Das ist auch wichtig, weil es gibt manche, die in Workshops, die haben dann die Blumen so hingelegt. Das ist natürlich Quatsch, weil ich muss ja die Blumen, ich muss die gut greifen können. Und wenn ich die jetzt so schräg legen würde, dann komme ich überhaupt nicht, dann habe ich hier keine, ja, komme ich gar nicht an die Blumen so dran und habe hier auch nicht diese Ordnung und Struktur. Also das ist jetzt wirklich so eine Vorbereitung. Habe also hier sehr schöne Rosen, Nelken, also in diesen ganzen pastelligen Tönen. Das ist eine Calanchoe, flammendes Kätchen nennt sie sich auch. Auch eine sehr schöne Blüte für den Brautstrauß, weil ich brauche auch so ein paar kleine Blüten. Ja, und jetzt genau die Vorbereitung, die ist jetzt gleich fertig. Habe auch Pfingstrose. Da versuche ich auch mal ein bisschen ganz zart und vorsichtig zu öffnen, weil die soll mein krönender Mittelpunkt von meinem Brautstrauß werden. Und deswegen behandle ich die auch so zart. Und ich fange jetzt einfach mit der Pfingstrose mal an und binde natürlich immer in der Spirale, immer, immer, immer und lege um die Pfingstrose herum meine anderen Blüten an. Das ist auch eine Wahnsinnsrose. Das ist so eine Gartenrose. Die hat auch so eine fedrige, fluffige Erscheinung. Ist also traumhaft, traumhaft schön. Und ja, im Grunde genommen ist das jetzt so ein bisschen Fleißarbeit. Und es ist ganz wichtig, dass die Blüten, man sieht, die Calanchoe muss jetzt ein bisschen höher. Ja, dass die Blüten im Endeffekt, das soll eine Kugel werden. Muss ich natürlich noch ein bisschen dran arbeiten und abwechselnd die Blüten abwechselnd anlegen und so positionieren, dass von allen Farben abwechselnd die Blumen erscheinen. So ganz nebenbei muss alles in der Spirale angelegt werden. Das heißt, ich lege immer die Stiele so an, dass die in diese Richtung gehen, ja, so dass ich die Spirale, warum? Zum einen quetschen sich die Stiele nicht ab. Wenn ich jetzt so kreuz und quer legen würde, dann wäre das Risiko bei einem weichen Stiel, dass ich den abquetschen würde. Und wenn ich in der Spirale binde, dann kann ich auch nachträglich Blumen einfügen, was ohne Spirale schwierig ist. Ja, oder also deutlich schwieriger. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen drehen, weil meine Pfingstrose hier ist in der Mitte, ja, wie man sieht. Und ich möchte, hier sehe ich auch, ich habe jetzt hier diese Rosen, da ist eine ein bisschen höher, man sieht es jetzt kaum, ja,
einen bisschen höher. Und damit ich eine schöne gleichmäßige Oberfläche bekomme, nehme ich jetzt die eine mal einzeln und lege die an. Ja, die hat so einen tollen, fluffigen Charakter, die ist echt ein Traum. Die ist wunderschön. So. Ich brauche also auch wieder ein bisschen Rosa, hier ist Rosé. Ich brauche auf der Seite auch wieder ein bisschen Farbe. Da nehme ich jetzt mal die große, dicke Ecuador-Rose. Mache die Gartenrosen dazu, um diese ganzen Strukturen immer so schön zu mischen. Ja, und hier sieht man, die Rose ist jetzt zu hoch, also man muss ein bisschen runterziehen. Das ist immer so ein kleines Spielchen. Also wenn man das noch nie gemacht hat, ist das sicherlich ein bisschen schwieriger. Wenn man ein bisschen Übung hat, ist das eigentlich nicht so ein Problem. So, und ganz wichtig ist auch, diesen Strauß immer wieder in der Hand zu drehen. Und auch wenn ich hier, wenn ich Stiele teile, die auch an den richtigen Stellen zu teilen, so dass ich natürlich auch genug Länge habe, um die anderen Stiele reinzubinden. So, also hier ist es immer, man muss immer so ein bisschen vorsichtig arbeiten. Die Nelke kann ruhig ein bisschen höher und die Pfingstrose auch so ein Tick. Aber ich spreche da tatsächlich immer nur so von den Nuancen, mit denen man so arbeitet. Und dann versuche ich natürlich auch meine Calanchoe entsprechend zu verteilen, so dass die auch hier, dass die an allen Stellen von dem Brautstrauß immer erscheint. So, habe hier noch eine kleine Pfingstrose dabei. Und also während man hier so arbeitet, tauchen manche Blumen wieder ab. Die anderen muss ich wieder höher holen. Das ist also so eine Gefühlsarbeit. Und man kann natürlich einen Brautstrauß auch anders machen, also nicht mit Naturstielen. Da werden die Blüten abgeschnitten und getaped, und also gedrahtet und getaped. Da hat man dann einen viel dünneren Griff, aber den kann man nicht mehr ins Wasser stellen. Und so einen Naturstiel-Brautstrauß, den kann man auch über Nacht ins Wasser stellen. Und das ist doch die Variante, die also bei uns am allermeisten gewünscht wird. Ja, es sind viel Blüten, aber das ist jetzt nicht so, es ist deutlich aufwendiger, jede Blüte noch zu drahten. Das ist dann nochmal ein ganz, ganz anderes Verfahren. So, und dann können wir das ja mal ein bisschen mal drehen und nochmal austarieren. Aber ich glaube, das war von der Blumenmenge her schon ganz gut. So. Alles nochmal. Genau. Das war von der Blumenmenge her ganz gut. Obwohl, ich bräuchte noch eine Nelke an die Ecke. Moment, ich bin gleich wieder da. Genau, und ihr seht jetzt auch, was ich meinte damit, dass ich in diese kugelige Form komme. Und ich habe jetzt tatsächlich gar kein Grün dazwischen gebunden. Es ist wirklich nur reine Blüte. Ich würde diesen Strauß, ich habe jetzt natürlich auch wahnsinnig viele Stiele hier in den Händen. Das heißt, ich befreie mich jetzt erstmal von diesem Stiel. Das ist jetzt nicht die endgültige Länge, aber ich befreie mich jetzt erstmal. Binde diesen Strauß erstmal von den Blüten her ab, um dann die Blätter anzulegen, die Blattumrandung anzulegen. Weil das Risiko ist, wenn ich das jetzt gleich mache, die Blattumrandung, das kann ich machen, aber wahrscheinlich verrutschen mir die Blüten dann wieder. Und so tue ich mir, es ist einfacher zu binden, einmal abzubinden und dann mit sogenannten Galax-Blättern so die Umrandung zu machen. So, jetzt werde ich einmal
Ich bin dreimal um den Strauß herumgegangen, hab ihn gebunden, schneide den Bast ab. Und jetzt kommt das Thema der Umrandung, was ich vorhin meinte. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht solche Blätter drum machen. Ich finde, das zerstört irgendwie die Harmonie eines solchen Straußes. Das passt überhaupt nicht dazu. Es gibt ein viel schöneres Grün für so eine Umrandung. Und zwar, das sind sogenannte Galaxblätter. Also man könnte auch Efeublätter nehmen, aber die würde ich dann vielleicht ein bisschen rund schneiden mit der Schere. Aber am schönsten ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nehme ich die Galaxblätter. Am schönsten sind diese sogenannten Galaxblätter, weil die runde Form, die machen so einen sanften Abschluss und die greifen so diese runde Form auf und sind wirklich ganz dezent, werden die unten rumgelegt. Das ist also deutlich schöner und ansprechender. Und vor allem, es kann ja auch sein, es fotografiert jemand, wenn die Braut den über die Schulter legt und so. Es kann ja auch sein, der Strauß wird von unten fotografiert. Und dann sollte der auch von unten an so einem Tag perfekt sein. Ja, das ist mir jetzt zum Beispiel auch zu unperfekt. Das nehme ich nicht. Ja, ich nehme wirklich nur schöne Blätter, lege diese Blätter hier einmal rundrum und damit die fest sind, gibt es nochmal einen kleinen Trick. So, muss ich jetzt gerade mal in der Hand kurz drehen. Ich lege noch eine zweite Reihe Blätter dagegen, aber andersrum. Ja, hier ist jetzt ja die Unterseite von dem Blatt und ich muss auch immer suchen. Ja, die sind nicht alle perfekt. Ja, hier sieht man zum Beispiel, es hat solche Löcher. Das nehme ich nicht. Ja, ich hätte gern schöne Blätter. Die lege ich jetzt dagegen und die geben den anderen den Halt. So, das Ganze einmal in der Hand drehen. Nur die schönsten Blätter sind würdig, in so einen Strauß zu kommen. So. Ja, und leider muss ich doch einige aussortieren. Das ist Natur, ja. Aber für so einen Tag möchte ich wirklich nur das Schönste. So, ja, also jetzt habe ich einmal rundum angelegt mit der einen Seite, einmal mit der anderen Seite. Und hier sieht man also auch, wie dezent diese Blätter als Umrundung, wie dezent die dann hier so rausschauen. Jetzt kann ich das Ganze noch einmal mit Bindebast abwickeln. Und dann, so, gehe also dreimal drumrum, kann den hier so vorsichtig auf die Kante auflegen und kann den dann binden. Und dann werden die Stiele geschnitten. Und die schneide ich jetzt in dem Fall nicht schräg an, wie wir das sonst machen im Blumenstrauß für den Laden. Die schneide ich jetzt tatsächlich auf eine Länge an. Dazu nehme ich diesen Brautstrauß und die Stiele sollen immer so etwa, ich sag mal so ein Daumen unter der Hand enden. Das heißt, also das Ende der Stiele ist jetzt, wäre eigentlich hier perfekt. Was ich tatsächlich mache, ist, ich nehme den dann so in die Hand, da kann ich besser greifen. Ist jetzt nicht so, wie die Braut den nimmt, aber ich kann es einfach besser greifen. Halte die Stiele fest zusammen zum Schneiden, damit ich auf eine Länge komme. Und hier empfiehlt sich jetzt auch wieder, gutes, scharfes Werkzeug zu benutzen. So, ein sauberer Schnitt. So. Und dann. So, das ist jetzt eine Länge. Und dann, kurz bevor der Brautstrauß abgeholt wird, wird er noch abgewickelt mit einem schönen Band. Und dann, ta-ta-ta-ta, und dann wird geheiratet. So, noch ein kleiner Exkurs für die Pfingstrosenfreunde. Also hier gibt es ja auch immer schöne Blumen im Laden. Aber wir haben heute den ganzen Tag die Hochzeit gemacht. Und hier sieht man, das ist jetzt das Autogesteck. Das hat einen Saugnapf unten drunter. Und das haben wir mit so einem Höhenprofil gemacht, das ist also länglich aufs Auto. Und hier ist natürlich eine wunderschöne Mitte, zum einen von der Höhe her das Löwenmaul
und zum anderen von der üppigen Blüte, die wir hier reingemacht haben. Diese üppige Blüte ist die Pfingstrose Bowl of Cream und die macht hier so viel Show in diesem Gesteck, das ist echt der Wahnsinn. Das musste ich euch noch zeigen, weil das darf man nicht verpassen. Und die anderen Sachen, die habe ich im Auto. Da gehen wir gleich nochmal hin, weil das ist jetzt auch ein Riesengesteck. Man sieht, wenn ich mal meinen Schuh dazu stelle, dann sieht man erst, wie groß das ist. Man braucht immer so einen Größenvergleich, finde ich, um Dinge, die Größen wahrzunehmen. So, und jetzt zeige ich euch gleich nochmal, wie mein Auto aussieht. Aber zuerst muss ich euch nochmal diese wunderschönen Blüten von dem Birnbaum im Hof zeigen. Also schade, dass die im Schnitt nicht halten, weil die sind ja wie für ein Gemälde, wie gemalt. Also echt der absolute Hammer. Ja, und jetzt kommen die Tischgestecke im Auto. Es ist alles geladen und es wird alles für morgen früh geliefert. Und hier sind jetzt also 12 längliche Tischgestecke. Und was hier ganz besonders als saisonales Element mit drin ist, ist auch was, das so wunderschön macht, ist die Glanzmispel als Grün. Die ist sehr, sehr hübsch und sehr dekorativ. Und die gibt es eben nur kurze Zeit so, weil die blüht ja dann auf und dann kann man sie nicht mehr so schön verwenden. Ja, das sind jetzt die Tischgestecke zu dem Brautstrauß im Video, das ihr gerade gesehen habt. Ja, und das ist jetzt also mit dieser schönen, hellen Pfingstrose. Und eigentlich könnte man schon fast solche Suppenterrinen mit den Pfingstrosen auch als Tischdeko dazu machen, parallel. Wird jetzt auch sehr gut dazu passen. So, ich räume mal hier meine anderen Blätter auf, mache den Platz ein bisschen sauber. Und ich denke, es ist jetzt ja auch Hochzeitssaison, Pfingstrosensaison. Ihr könnt auch von Don Peony in verschiedenen Stückzahlen und jetzt kommen auch immer mehr Sorten rein in den Webshop, könnt ihr bei Don Peony Pfingstrosen bestellen. Es gibt zum einen ein Do-it-yourself-Paket mit 10 Pfingstrosen und einem Ziegelsteckschaum. Da kann man selber dann auch Gesteck und Strauß machen. Oder es gibt auch andere Anzahlen. Auf jeden Fall gibt es auch noch einen Fanrabatt von mir. Mit dem Rabattcode MARGIT bekommt ihr 5% Rabatt auf alle eure Bestellungen bei Don Peony. Link mache ich euch rein. Freue mich, dass ihr bei dem Video dabei wart und bis zum Schluss dabei wart. Und falls ihr noch nicht Abonnent seid, vergesst nicht zu abonnieren. Alles Liebe, viel Pfingstrosenspaß, bis bald, eure Margit.